Von Horizon Hobby gibt es ein neues Modell, und zwar die RV7 mit 1,1 Meter Spannweite. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Flugmodell-Unboxing. Packen wir die Schönheit mal aus. Wie man das von Horizon Hobby ja auch gewohnt ist, ordentlich verpackt, wirklich transportsicher, da kommt dann nichts zu Schaden. Zum Lieferumfang gehört eine umfangreiche mehrsprachige Bedienungsanleitung. Auch das, so wie man das ja eigentlich von Horizon Hobby gewohnt ist. Innen drin mit vielen Schaubildern und sicherlich auch wieder allen Angaben zu den einzustellenden Ruderausschlägen und dem Schwerpunkt. Wobei, wenn man eine Spektrumfernsteuerung nimmt und das dann hier bindet, dann sind die Ausschläge ja zumindest schon mal alle in der Richtung korrekt. Mit dabei ein schöner Dreiblattpropeller, ein bisschen Kleinteile. So, und die Tragfläche, die kommt im Ganzen. Also hier ist nichts zusammenzustecken, vielmehr sind hier schon alle Kontaktsteckungen mit fertig verbaut. Das heißt, hier sind drei ganz normal übliche Universal-Servostecker, und wenn ich den Rumpf von oben drauf setze, habe ich sofort die Kontaktverbindung zu den Querruderservos und zu den Landeklappen. Da auch noch eine Beleuchtung eingebaut ist, wird die sicher genauso über die hier bereits installierten Stecker fertig sein. Ein hübscher blauer Spinner. Dann haben wir hier zwei Fahrwerke. Soweit vorinstalliert, dass die wahrscheinlich nur noch eingesteckt werden müssen über die Bügel. Die beiden Höhenleitwerkshälften mit bereits angeschlagenen Rudern. Das sind normale Hartschaumscharniere. Dann haben wir hier einmal den Rumpf. Kompakt, klein. Also dieses Modell wird man bei der Größe auch locker in einem Kleinwagen mitnehmen können. So, hier ist noch eine kleine Steckung. Ah, das ist für die Höhenleitwerke. Viele Teile sind es nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Teile. Das kann ich auch mal eben schnell zusammenstecken. Natürlich ohne in die Anleitung zu schauen. Typisch Modellbauer oder Modellstecker. So, was ich hier gleich sehe, ist, dass die Höhenleitwerkshälften nicht einfach nur aufgesteckt werden, sondern hinterher auch mit zwei Schrauben, also je Seite, gesichert werden. Und die Rudermitnahme beidseitig ist über so einen Vierkant gelöst. Dann setzen wir mal die Tragfläche da drauf. Ich sehe, wird die später von vier Schrauben gehalten. Ich mache das jetzt einfach mal nur so fest. Die werden hier vorne tatsächlich einfach nur so eingeklipst. Und dann hätten wir hier noch so zwei Plastikstücke, die werden fest verschraubt. Dann sitzt auch das Fahrwerk sehr sicher im Rumpf in einem Plastik-Inlay. Also, das heißt, zu schrauben sind die Fahrwerke, die Fläche, wobei die Steckung dann gleich mit erledigt ist. So, jetzt versuche ich das Ganze mal umzudrehen, ohne dass was rausfällt. Stecken das da vorne noch auf. Und dann haben wir hier schon unseren ersten Eindruck zum Modell. Na, der Spinner hält jetzt nicht ganz, der würde gleich wieder runterfallen. Der muss natürlich auch mit einer Schraube gesichert werden. Knapp über 1 Meter Spannweite. Was wird das Ganze am Ende an Gewicht haben? Ich schätze mal um die 1 Kilo. Wird ausgerüstet mit einem 3S Lipo. Man kann auch 4S Lipos einsetzen, habe ich gesehen. Wird wahrscheinlich dann zu einer kleinen Rakete. Den Akku einsetzen kann man hier direkt über die Kabinenhaube. Hier ist so eine kleine Verriegelung. Abnehmen. Und dann habe ich einen schönen großen Zugriff zum Innenbereich. Da ist bereits in unserer Variante installiert ein Empfänger vom Typ AR631.
Es sind auch schon zwei Servos zur Ansteuerung von Höhen- und Seitenruder installiert. Und den Akku kann ich hier vorne über eine Klettverbindung und eine Klettschlaufe befestigen. Also innerhalb kürzester Zeit ist das Modell fertig. Stellt sich natürlich die Frage, wie gut fliegt es? Und genau das wird natürlich der Tester herausfinden, in einem Testbericht dann auch beschreiben. Und der erscheint in einer kommenden Ausgabe von Flugmodellen.